Hallo und recht herzlich willkommen bei mir, dem Azubi, zu einem neuen Video von Marvel Quarters of Champions. Ich bin gebeten worden, Mensch, Azubi, ich habe das Problem, gegen bestimmte Champions zu kämpfen. Kannst du mir mal zeigen, wie du das so machst? Ja, klar, gerne, natürlich. Auch ich habe so meine Schwachstellen, freilich, weil ich bin ja ein ganz normaler Typ, so wie du. wir starten heute mit Hyperion. Ihr wisst ja, der Kollege lädt sich ziemlich ätzend auf mit seiner Kraft. Wenn er erweckt ist, dann dauert dieser Buff auch noch ewig lange. Also länger, je höher das Signature-Level ist, umso länger läuft halt der Buff, der Wutausbruchsbuff, der Kraftbuff, der Regenerationsbuff. Das kann der auch, aber das ist für den nicht so relevant. Gibt verschiedene Arten, wie man an Hyperion herangehen kann. Entweder so wie ich nutze da immer meinen Iceman dafür. Hintergrund ist der, dass wenn mir mal was durchrutscht, tankt der das einfach weg. Ne? Weil 5%, wenn die Eisrüstung aktiv ist, mehr verliert er nicht. Könnt da auch mit einem erweckten Luke Cage rangehen, sofern er denn ne, innerhalb seiner Zeit dafür ist. Dann nimmt er da gar keinen Schaden sogar. Man kann alternativ mit einer Morningstar gegen kämpfen. Zweite Superkraft löscht alles aus und je mehr Buffs der Gegner hat, umso mehr Schaden macht er. Ihr könnt den Void auch benutzen, denn wenn die richtigen Buffs aktiv sind, Angst vor dem Void auch aktiv ist, degeneriert Hyperion sogar Kraft. Dann habt ihr das Problem gar nicht mehr. Ihr könnt nutzen den Mephisto. Durch die Seeleneinkerkerung ist dann nicht wirklich was aktiv. Ihr müsst dann allerdings auch immer eure Seelen verbrauchen, Superkraft 1, um das aufrechtzuerhalten. Ihr könnt The Hood nutzen. Der Kollege setzt ja das Torkeln ein. Immer wenn Torkeln aktiv ist, der Gegner einen Buff aufsetzen möchte, wird Torkeln ausgelöst und beide Buffs werden quasi reduziert. Im Fall von Hood macht das sogar noch Schaden. Ihr könnt nutzen die Gwenpool, wichtig, erweckt. Ganz wichtig auch da, wenn eine bestimmte Kombozahl ist nötig, die unterdrückt dann Effekte. Habe ich so natürlich noch nicht testen können. Mir mangelt es da an erweckten Gwenpool. Ne? Auch bei die 4-Sterne-Version, wie ihr seht, ist nicht erweckt. Ihr könnt nutzen Dormammu, der ist natürlich nicht so toll im Angriff, weil es steckt einfach viel zu viel Schaden ein. Aber auch der kann mit dem mittleren Angriff nach einer Combo ein bisschen Kraft ziehen. Der kann mit Superkraft 2 auch die Kraft reduzieren als solche. Obacht, wenn der Gegner den Buff hat, funktioniert das nicht. Also, es klappt schon, aber er generiert halt trotzdem Kraft dadurch. Wie gesagt, das mit der Morningstar hatten wir schon. Dr. Voodoo würde ich spontan auf die erste Superkraft tippen bei gerader Combo-Anzahl. Ne? Das nimmt alle Buffs vom Gegner und wandelt die in Gift um. Das macht natürlich keinen Giftschaden bei Hyperion, der ist giftimmun. Aber es radiert halt eben den Buff mit aus. Das macht es auch mit leichter. Die Psylocke könnt ihr nutzen. Erste Superkraft, zweite Superkraft, dritte Superkraft, zieht alles irgendwo Kraft vom Gegner, blockt irgendwo je nach Kraft die weitere Kraftzufuhr durch Schläge, aber Obacht, der Buff Kraftzufuhr bei Hyperion generiert immer noch Kraft. Ist halt so, lässt sich nicht ändern. Was kann man denn noch Schönes nutzen? Der Civil Warrior, zweite Superkraft, reduziert auch Kraft. Scarlet Witch kann man gut nutzen, Klassenvorteil auch. Die reduziert bei einem kritischen Treffer nicht wirklich die Kraft, aber die kann halt eben ne, so eine fiesen Effekte machen. Wichtig ist, dass sie erweckt ist. Medusa würde ich da nicht in den Kampf schicken. Der Vision, den ihr hier seht, der ist dafür auch sehr gut geeignet. Es hilft sehr, wenn der erweckt ist, weil dann raubt er eben auch Kraft. Der Ghost Rider. Nein, den würde ich glaube ich nicht schicken. Den Blade würde ich da auch nicht nutzen. Die Rogue mit zweiter Superkraft reduziert zwar Kraft, ne, durch Kraftraub, aber das ist nicht wirklich ausschlaggebend. Der Punisher 2099, wenn er genug Batterieladung hat, verhindert er, dass die
dritte Superkraft voll wird. Das macht er nicht, wenn er selbst eine Superkraft auslöst und der Kraftbalken dadurch voll wird, aber aus einer normalen Combo heraus, beziehungsweise durch so einen Buffen müsste das funktionieren. Sind, glaube ich, 6 Sekunden. Ist nochmal ein kleines Zeitfenster, Zeitpuffer, das euch gibt, die Kraft von Hyperio zu ziehen. Nutzen lässt sich auch Loki? Ja, erste Superkraft, Cloud Buffs. Loki lässt sich nutzen. Naja. Ist ein bisschen Sackgang, mühselig. Iron Man Infinity War. Ja. Wichtig ist, dass Hyperion dann an der Stelle den Blitzschaden oder dieses Plasma, den Plasma-Debuff auf sich hat, dass durch die immer diese hässlichen Bezeichnungen ja, ist halt lustig, wenn die mal zu Idee fallen, ab und zu mal wird da nicht ein durch einige Angriffe, ne, verallgemeinern wir es, zieht er halt eben auch eine bestimmte Prozentzahl von Kraft vom Gegner. Wir haben noch nutzbar nichts weiter. Ja, die Magik, da komme ich aber gleich noch dazu. Ja. Also in meinem Stash würde ich am wahrscheinlichsten, am ehesten noch die Magik nutzen. Zusehen, dass ich die erste Superkraft, die zweite Superkraft von Hyperion im Aufbau meiner Kraft gezogen kriege, so gut ich es kann. Relativ gut. Und dann mit SK2 von Magik da einfach hinterher reinpflastern, so dass der Kollege nicht wirklich mehr Kraft kriegt. Und dann ist das Problem auch an der Stelle behoben. Mit ihrer ersten Superkraft löscht sie auch aus. Das heißt, im Falle des Falles kann man da auch mal einen Unterbrecher setzen damit. Wie gesagt, ich nutze am liebsten den Iceman, Nervector Void geht auch ganz, ganz prima. Magik ist eigentlich auch sehr schön dafür gedacht. Das hat nur aber auch nicht unbedingt jeder, aber ich hoffe, mit der Aufzählung, die ich euch nennen konnte, hilft das schon mal sehr, wie ihr zumindest mit euren Champions das Ganze ein bisschen leichter habt. Jetzt zeige ich euch den Kampf. Ich werde gleich ein bisschen ruhiger. Da möchte ich mich dann doch mal eher konzentrieren drauf. Auf geht's. Na super. Das hat ja hervorragend funktioniert. Ich hasse es wie die Pest. Schlimmsten ist der schwere Angriff von Hyperion, das nervt immer ganz gewaltig. So, jetzt geht's los. So, ich hoffe, ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Kollege Hyperion regeneriert sich jetzt. Das klingt im ersten Moment ein bisschen widersprüchlich. Warum macht er mit Absicht den Regenerierungsbuff bei Hyperion an? Hintergrund ist der, wenn Hyperion seine dritte Superkraft zündet, setzt er einen Buff. 3 an der Zahl sind das, glaube ich. Ganz toll, was ist denn hier Phase?
von denen er seine Buffs wie Regenerierung, wie den Kraftfluss auch entsprechend steigert, ne? Dieser, oh Gott, ich weiß nicht, wie das heißt, ist so ein Biohazard-Zeichen. Also das, was er da auch um Gürtel trägt, das ist so sein Logo wahrscheinlich. Wenn das aktiv ist, der hat den Kraftfluss, der läuft ab, dann wird halt dieser Buff benutzt. Einer geht runter und dafür wird ein neuer Kraftbuff gesetzt, so dass der quasi ganz lange durchweg Kraft generiert. Das macht er auch, wenn eine Regeneration ist, also mit jeder seiner Buffs abläuft, dann wird das quasi dadurch ersetzt. Wir gucken uns das jetzt nochmal an, dass ich euch das auch nochmal richtig mit Namen vorlesen kann. Das ist es mir wert. Wenn ihr die dritte Superkraft eingesteckt habt und das Ding ist aktiv, ja, toll. Die Mitteilungen sind aus, aber egal, liebes iPhone. Und das Ding ist aktiv, dann seht zu, dass ihr den in den Block kriegt, dass er im Block stehen bleibt. Und dann wird das Ganze auch irgendwann umgewandelt. Wir lesen uns das mal durch. Das müsste das da sein. Jawohl. Er ist immun gegen Gift, das hatten wir vorhin schon erwähnt beim Thema Kampf benutzen. Dr. Voodoo. Schwere Angriffe haben eine Chance, Wutausbruchsbuffs zu generieren, die den Angriff steigern. Ihr wollt euch ja nicht treffen lassen. Ihr wollt euch auch von einem schweren Angriff nicht treffen lassen. Insofern ist das, wenn ihr gegen ihn kämpft, eigentlich relativ irrelevant für euch. Das alles Entscheidende ist, es sind 5 Schläge insgesamt. Dieser schwere Angriff, der dauert echt ewig. Wenn der erste Punch durch ist, der erste Schlag durch ist, ist ein bisschen Pause. Da könnt ihr reingehen. Bisschen Übung ist dafür nötig. Dann unterbrecht ihr das, dann seid ihr mit der Zeit aber auch ein bisschen schneller. Ein Schlag drauf, zurückweichen, gucken, dass die Superkräfte wieder gezogen werden. Das muss man üben, das muss man trainieren. Ich mache das, weil ich den Iceman halt habe, nicht so gerne. Ich gehe das Risiko nicht ein, mich unnötig treffen zu lassen. Ich kann halt eine dritte Superkraft damit auch mal einkassieren, ohne dass es mich gleich aus den Latschen haut. Die Superkräfte habt ihr gesehen. 1, 2 und 3, glaube ich. Ihr wollt euch schlicht nicht treffen lassen. Im Prinzip, ihr seht ja, oder ihr habt ja gesehen, ADO 007 hieß der Kollege, dann könnt ihr euch den Hyperion noch mal angucken, auch selber mal durchlesen, beziehungsweise hier im Video mal Pause drücken und durchlesen. Dritte Superkraft, das ist das alles Entscheidende, wo ich hin will. 3 kosmische Ladungen kriegt er immer, bei jedem Zünden von der dritten Superkraft. Wenn bei der Benutzung 3 kosmische Ladungen bereits hat, erhält er stattdessen eine kosmische Überladung. Was auch immer. Im Modus kosmische Überladung gewinnt Hyperion Kraft und er wandelt keine kosmischen Ladungen in Kraftzufuhr um, solange seine Kraftanzeige nicht voll ist. Das passiert, wenn ihr gegen ihn kämpft, so gut wie nie. Also dann müsst ihr richtig viel Pech haben. Da müsst ihr ihn richtig schnell verprügeln. Da muss gerade eben, wenn diese kosmischen Ladungen angegangen sind, gerade im Verlauf des Verprügelns der Kraftfluss, die Kraftzufuhr angegangen sein und ihr müsst es dann einfach so übertrieben haben, dass es dann wirklich so aktiv ist, dass er dann auch gleich die dritte Superkraft wieder zündet. Nein, so viel Pech kann eigentlich keiner haben. Das ist eher was, wenn ihr mit ihm kämpft. Solltet ihr mit ihm kämpfen, ist das genau das Ziel, um das es geht. Schwere Angriffe ohne Ende. Zusehen, dass wenn das aktiv ist, nicht der Balken voll wird. Auf gar keinen Fall. Immer zünden. Ne? Dann habt ihr kraftmäßig nämlich gar keine Probleme. Das ist ein Luxus hoch 5. Die kosmischen Ladungen, das ist jetzt das, was alles entscheidend ist, die er ja durch die dritte Superkraft kriegt. Die erhält er auch so regelmäßig. Wenn 3 voll sind, ist halt Finale. Mehr geht nicht. Mehr habe ich auch auf meinem Hyperion noch nie gesehen. Jedes Laden erhöht die physische Resistenz passiv um knapp 600 in meinem Fall. Ihr wollt das ja loswerden, ne? Die physische Resistenz ist nicht das, was nervt.
was den Angriff passiv erhöht, letzten Endes auch nicht. Ihr wollt ja nicht getroffen werden. Der Punkt, wenn die Kraftanzeige nicht voll ist, wird eine kosmische Ladung nach der anderen in Kraftzufuhr-Buffs umgewandelt. Das ist das, was nervt. Das ist das, was richtig nervt. Denn jedes Mal läuft das ab, er kriegt Kraftfluss ohne Ende und ihr habt es dann sehr, sehr schwer. Ihr müsst quasi immer hintereinander weg die Superkräfte ziehen und das ist, nervt irgendwann ganz gewaltig, gerade wenn er auf irgendeinem fiesen Knoten steht, wo er wirklich viele Trefferpunkte hat, wo viel wegzuprügeln ist, dann ist das unschön. Das Heilen, was ihr gerade beim Gegner gesehen habt, er löst die kosmische Heilung aus, indem er zurückweicht und 2 Sekunden lang in Abwehrstellung geht. Echt, das habe ich geschafft. Bei Nightcrawler gelingt mir das nie. Ist ja interessant. Kosmische Heilung regeneriert Lahgesundheit. Das ist, wie ihr seht, echt lachhaft wenig. Nachdem Hyperion kosmische Heilung aktiviert hat, kann er für 45 Sekunden keine kosmischen Ladungen generieren. Achtung! Was ich vorhin erzählt habe, ist Quatsch. Das heißt, dass diese kosmische Ladung den Buff verlängert. Das ist also Käse. Entschuldigung dafür. Geht nicht. Aber er kann 45 Sekunden lang, also ihr habt knapp eine Minute Ruhe vor diesem Scheiß. Keine physische Resistenz, kein Angriffsboost auf Hyperion und kein ständiger Kraftfluss dadurch. Das erleichtert es euch sehr. Legt es nicht unbedingt auf diese Heilung drauf an. Das Wichtigste ist immer noch, erste Superkraft ziehen. Immer. Immer versuchen, die erste zu kriegen. Sobald der grüne Balken da unten voll ist, versuchen, die zu holen. 1-2 Mal auf den Block schlagen, zurückweichen. Nicht selbst in den Block gehen, immer nur zurückweichen. Gucken, dass er die Superkraft zündet. Selbst die zweite Superkraft ist leicht auszuweichen. Ne? Es geht schon ganz gut. Ihr müsst halt nur zusehen, dass er die dritte Superkraft nicht vollkriegt. Das ist der Schlüssel letzten Endes. Wie ihr das macht, mit welchem Champion. Das ist so ein bisschen Übungssache. Mit wem kann man halt besonders gut? Ich kann mit Void umgehen, aber ich bin halt mit Iceman sicherer, stabiler im Kampf, auch wenn es mal passiert. Ich meine, die Güte 5% ist nicht schön, aber steckt man noch eher weg als 40, 50 oder gar 100%, die man dann, je nach Knoten in Kauf nehmen muss. Das wäre blöd. Ich hoffe sehr, es hat euch geholfen. Ich hoffe sehr, dass ihr damit was anfangen könnt. Der Schlüssel ist üben. Immer wieder üben. Schnappt euch Champions. ADO007 heißt der Kollege. Probiert's durch. Guckt, was ihr machen könnt. Und irgendwann seid ihr dann noch stabil genug, dass ihr ständig das hinkriegt und dass es dann kein Problem mehr ist. Ich habe im Allianzkrieg Weg 6. Ich mache da auch den Boss der Kraft durch Schlag auf den Block generiert. Ganz oft in den kleineren, geringeren Schwierigkeitsstufen steht da ein Hyperion. Die haben dann so 80.000, 90.000 TP. Meistens sind sie erweckt. 4, 5 Sterne. Es ist mir alles relativ Wumpe. Ich gucke vorher rein, steht da was, steht da nichts und dann gucke ich, nehme ich einen Void mit, nehme ich einen Iceman mit. Und wenn Hyperion da steht, nehme ich den Iceman mit. Und das ist... habe ich nie Probleme gehabt. Nie. Insofern, Übung gehört aber dazu. Also ich muss da auch rangehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion. Ich bin immer für euch da. Bis dahin, eine schöne Zeit. Bye, bye.